Ja, herzlich willkommen zum dritten Thema in diesem Themenbereich. Das nennt sie Social BPM. Das M in BPM steht hier nicht für Modeling, sondern für Management. Das heißt, wir sprechen von sozialem Business Process Management. Bevor wir uns diesem Begriff versuchen zu nähern, ein bisschen was zu den Hintergründen. Vieles davon wird ohnehin bekannt sein. Ich gehe relativ rasch drüber. Man konnte ja in den letzten Jahren oder auf der zweiten Seite schauen, beobachten, dass sie in der Verwendung von Informationssystemen durchaus fundamentale Änderungen ergeben haben, die alle damit zu tun haben, dass wir im Wesentlichen alle ständig online sind, erreichbar sind und Dienstleistungen nicht mehr auf dezidierten Endgeräten laufen müssen oder Programme nicht mehr auf dezidierten Endgeräten laufen müssen, sondern dynamisch aus dem Netz ausgeliefert werden können. Das heißt, wir haben diesen Trend Verlagerung der IT in die Cloud, wir haben dieses Mobile Computing als Trend, dass wir alle unsere Telefone eingesteckt haben, die mehr Rechenkapazität haben als ein klassischer Rechner von vor ein paar Jahren. Und wir haben diesen großen Web 2.0 Social Media Trend, der Trend, der es technisch ermöglicht hat, im World Wide Web im Wesentlichen nicht mehr reine Konsumentenrolle einzunehmen, so wie es früher war, dass es halt jemanden gegeben hat, der Webseiten online gestellt hat und jemanden gegeben hat, der Webseiten konsumiert hat, ohne die Inhalte beeinflussen zu können, sondern dass diese Rollen jetzt ineinander überfließen, das ist das sogenannte Prosumer, Schachtelkofferwort aus diesen beiden Begriffen Producer und Consumer, dass jeder also in diese Konsumenten- und Produzentenrolle dynamisch schlüpfen kann. Das beobachtet man, das ist ein genereller Trend und nicht überraschend hat man sich die Frage gestellt, wie kann man das auch im organisationalen Kontext nutzen und im Speziellen, wie kann man das im Kontext der Geschäftsprozessmodellierung nutzen. Weil, was man schon beobachtet hat, und jetzt kommen wir zu den Herausforderungen, ist, dass es lange Zeit dieses Geschäftsprozessmanagement halt eine übergestülpte Aktivität von oben war, die nie wirklich in der Praxis auf operativer Ebene angekommen ist. Das heißt, man hat es nicht geschafft, die operativ Arbeitenden irgendwie mitzunehmen, denen den Mehrwert verständlich zu machen, beziehungsweise auch nur vielleicht schaut Geschäftsprozesse in einer Form zu modellieren, die verständlich ist und die dann auch wirklich dem entspricht, was die Leute in ihrer Arbeitsrealität wahrnehmen. Dementsprechend haben wir ein Problem. Die Leute kennen ihre Prozesse vielleicht gar nicht, die haben diese Prozessdenke nicht, die Leute sind nicht gewöhnt, aus ihrem Arbeitsprozess rauszusteigen und auf das große Ganze zu schauen und in den Zusammenhängen zu denken, schaffen es deswegen ohne böse Absicht gar nicht zu verstehen, dass es vielleicht irgendwo anders in der Organisation jemanden gibt, der ähnliche Probleme hat, der oder vielleicht Informationen besitzt, die man selbst brauchen könnte, weil halt jeder in seinem eigenen Kontext dahin arbeitet, ohne die organisationalen Zusammenhänge zu überblicken. Und wenn es dann einmal Prozesse gäbe, wo dann versucht worden wäre, diese Zusammenhänge auch formal abzubilden, dann wären Prozesse oft nicht gelebt. Die sind dann sehr gerne in irgendwelchen Ordnern abgelegt, werden dann rausgeholt, wenn man es für die Qualitätszertifizierung benötigt, kommen aber nicht in der Praxis an. Im Gegenteil, in der Praxis werden dann Systeme, die versuchen, diese Prozesse, die definiert worden sind, zu unterstützen, gerne umgangen. Man nennt das Workarounds und verursachen im Endeffekt sogar mehr Aufwand, als sie bringen. Hat auch damit zu tun, dass ohnehin IT-Landschaften in Unternehmen üblicherweise historisch wachsen und Plattformen fürs Geschäftsprozessmanagement im Wesentlichen yet another platform. Es sind also noch ein System, mit dem man umgehen können muss, noch ein System, in dem man sich ständig einloggen muss. Insofern ist es halt schwierig für operativ tätige Personen da irgendwie permanent eingebunden zu sein in so einer Plattform, weil man halt auf der anderen Seite, wenn wir das beim Workflow-Management im Themenbereich 5 nochmal diskutieren, nicht die bereits bestehenden Plattformen üblicherweise weg oder ausfasst, auflässt,
sondern halt versucht, das irgendwie zu integrieren. Das passiert meistens mehr schlechter als recht und dann springt man ständig zwischen den Systemen und hat im Endeffekt auch wieder nur mehr Aufwand anstelle von Mehrwert. Was es nicht besser macht, ist, dass Geschäftsprozessmanagement oft nicht als dieser Zyklus verstanden wird, den wir schon mehrfach erwähnt haben, sondern ein einmaliges Projekt ist. Also wir führen jetzt Geschäftsprozessmanagement ein. Das geht einher mit der Einführung vielleicht eines ERP-Systems, eines Enterprise Resource Planning Systems. Und das war's dann. So funktioniert das halt nicht, weil sobald sie die Rahmenbedingungen ändern, und die können interner oder externer Natur sein, es können Mitarbeiter wechseln, es können Umstrukturierungen stattfinden, es kann sich einfach der Markt verändern, müsste man eigentlich die Geschäftsprozesse anpassen. Wenn das nicht passiert, hat man sehr schnell diese Drift, dass die realen Anforderungen immer mit den Unterstützungsmaßnahmen zusammenpassen und dann sind wir wieder dort, wo wir in erster Linie mit Workarounds arbeiten müssen. Und Geschäftsprozessmanagement hat lange darunter gelitten, dass man das immer quasi aus organisationaler Sicht, aus interner Sicht gesehen hat, versucht hat, Schnittstellen nach außen zu definieren und das war's. Eine Integration von Zulieferern, von Partnern oder von Kunden war lange Zeit nicht vorgesehen. Und sei es nur, um Feedback zu geben, wie die Prozesse denn laufen oder wie adäquat die Schnittstellen sind. Die Hypothese ist jetzt, dass sich vieles von diesen Problemen zumindest mit diesen neuen Werkzeugen, wenn schon nicht lösen, zumindest angehen lässt, unterstützen lässt, dass man, dass das besser wird. Social Media ist aber jetzt, oder Web 2.0 ist jetzt natürlich ein weiter Bereich. Da gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Werkzeugen, die eine Vielzahl von unterschiedlichen Aspekten in der Organisation unterstützen können. Deswegen nur wirklich einen ganz kurzen Überblick. Die Werkzeuge kennt wahrscheinlich eh jeder. Nur damit wir wissen, von was wir sprechen, wenn wir von Web 2.0 oder von Enterprise 2.0 sprechen. Enterprise 2.0 ist das Werkzeug, oder ist das Schlagwort, das beschreibt, unabhängig von Geschäftsprozessmanagement jetzt, dass man Web 2.0 Werkzeuge in der Organisation überhaupt nutzbar machen möchte. Ob das jetzt für eine Prozessunterstützung ist, ob das für eine Kommunikationsunterstützung ist, ist im Schlagbereich Enterprise 2.0 nicht relevant. Von was sprechen wir? Wir sprechen von den klassischen sozialen Netzwerken, das heißt sowas wie Facebook oder im professionellen Bereich sowas wie LinkedIn oder Xing, die eine Vernetzung von Personen einmal grundsätzlich ermöglichen, eine Kontaktaufnahme ermöglichen und sowas wie eine Liste an Updates anbieten und einen permanent aktualisierten Stream an Updates von den Freunden anbieten. Wir kennen dann Blogs, die Grenzen verschwimmen ohnehin. Wir kennen Blogs, Internet, Tagebücher, wo ich Artikel reinstellen kann, schreiben kann und die von vielen Leuten gelesen werden. Also klassisches Werkzeug der 1-zu-1-Kommunikation üblicherweise oder zumindest zu einer kleinen Gruppe von Autoren, zu einer großen Gruppe von Konsumenten, üblicherweise in der internen Unternehmenskommunikation auch sehr gerne eingesetzt. Auch nach außen, aber auch intern, wenn ich ein größeres Unternehmen bin und die Geschäftsführung Informationen verteilen möchte im Unternehmen, kann das durchaus in Form eines Blogs passieren. Microblogging kennen wir am Beispiel von Twitter, kurze Status-Updates mit beschränkter Länge, die mit diesem Activity-Stream-Gedanken vernetzt sind, wo man wahrscheinlich relativ vielen Personen üblicherweise folgt und die Updates dieser Personen in einen einzelnen Stream an Updates vereinigt werden, auf den man dann zugreifen kann. Wird sehr gern zum Beispiel auch im Customer Relationship Management im Sales-Bereich eingesetzt, damit alle Mitglieder zum Beispiel eines Teams auf dem Laufenden bleiben, wie der Verkaufsprozess oder was die einzelnen Akteure gerade tun, wie der Verkaufsprozess bei einem größeren Kunden oder bei einer Kundengruppe gerade läuft. Das wahrscheinlich prominenteste Beispiel sind die Wikis. Die Wikis waren das im Wesentlichen der erste Ansatz, die diese Konsumentensicht komplett aufgelöst haben und es Personen ermöglicht haben, über eine relativ komfortable Benutzungsschnittstelle Content in eine Webseite beizutragen. Das prominenteste Beispiel die Wikipedia. Für interne Anwendungen sind wir da eher im Bereich von Dokumentationsplattformen, Wissensaustauschplattformen. Nicht
üblicherweise nicht zeitbasiert, so wie Blogs oder Microblogs, dass es quasi eine Timeline gibt, sondern eher für statische Strukturen, die durchaus dynamisch wachsen können, aber nicht anhand einer zeitlichen Abfolge strukturiert sind. Medienportale, mittlerweile eigene Kategorie, sowas wie YouTube, wo Videos oder Audio Streams zur Verfügung gestellt werden können. Rating- und Vergleichsplattformen kennen wir aus dem E-Commerce, wo unterschiedliche Anbieter von Gütern zum Beispiel verglichen werden. Man kann sowas auch unternehmensintern einsetzen, um zum Beispiel eine Ideenbörse zu realisieren, wo man Ideen oder Antworten auf Probleme raten kann. Instant Messaging Tools, Werkzeuge für die unmittelbare synchrone Kommunikation, wo Twitter und Blogs eine asynchrone Kommunikation ermöglichen. Selber Begriff im Übrigen wie vorhin gerade bei SBPM. Asynchron, ich schreibe und es ist mir wurscht, wann die anderen das konsumieren. Im Gegensatz dazu bei Instant Messaging, synchrone Kommunikation, ich schreibe und erwarte unmittelbar eine Antwort. Können wir mit diversen Messenger-Diensten, mit WhatsApp, können wir mit Skype, nicht nur Audio-Video-Instant-Messaging, sondern auch textbasiertes Instant-Messaging, kann durchaus sinnvolle Anwendungsbereiche haben, kann mit Foren realisiert sein, sodass man Gruppenchats hat, kann mit 1:1 Kommunikation realisiert sein. Und letztendlich da als letztes Beispiel noch die Trading-Plattformen, eher in der Kundenbeziehung oder in der Lieferantenbeziehung, wo es darum geht, vielleicht Bid-Prozesse zu unterstützen, also sowas wie eBay oder neue Lieferanten zu gewinnen. Für das kann man solche Plattformen dann auch einsetzen. So, unabhängig davon, nur nicht unabhängig davon, aber die Frage stellt sich jetzt, okay, wie lässt du das ins Geschäftsprozessmanagement einbetten? Dazu kann man im Wesentlichen drei Kategorien unterscheiden, die sich dann in unterschiedlichen Phasen des Geschäftsprozessmanagements unterschiedlich wieder manifestieren. Wir haben also Werkzeuge, die sich fürs persönliche Networking eignen, das heißt für die Verknüpfung mit anderen Personen. Die Kommunikation tritt da in den Hintergrund, da geht es eher um Awareness, also um Updates, womit andere bereits beschäftigt sind, was andere gerade beschäftigt, ob andere verfügbar sind. Im Information Sharing steht die Information, nicht die persönliche Beziehung, sondern die Information im Mittelpunkt. Also da wird was dazu gehören wie Wikis, wie Blogs, wo es darum geht, dass jemand Informationen bereitstellt und andere darauf zugreifen können. Und letztendlich in Collaboration und Communication Werkzeugen geht es um die Zusammenarbeit, also nicht nur um die Awareness, was macht der andere, nicht um das Bereitstellen von Informationen, sondern um das unmittelbare gemeinsame Arbeiten an einem Problem. Und wir können uns vorstellen, dass alle diese drei Aspekte für das Geschäftsprozessmanagement durchaus einen Mehrwert bieten können. Bei einem Personal Networking kann man relativ schnell den Link herstellen zu den Transactive Memory Systems, die wir im ersten Thema dieses Themenbereichs besprochen haben. Im Information Sharing sind wir sehr rasch bei der Prozessdokumentation, beim Monitoring, bei Best Practice Beispielen, also dabei den eigentlichen Geschäftsprozess Management Zyklus überhaupt zu unterstützen, weil da die Information von einer Phase in die andere übergehen muss. Und bei Collaboration und Communication Tools sind wir einerseits in der operativen Durchführung, aber auch zum Beispiel in der Planung von Geschäftsprozessen, in der Erstellung von Geschäftsprozessen, wo es bei zur Einbindung der Mitarbeiter durchaus kollaborative Prozesse und entsprechende Werkzeugunterstützung benötigt. Dieser Begriff Social BPM versucht jetzt, und wir nehmen einfach einmal da diese Definition, versucht jetzt zu fassen, dass man diese Arten von Werkzeuge im Geschäftsprozessmanagement einsetzt. Das heißt, wenn wir von Social BPM sprechen, sprechen wir üblicherweise von kollaborativ erstellten und auch gemonitorten und überarbeiteten Prozessen. Das heißt, es ist kein Top-Down-Prozess mehr, wie es üblicherweise früher war, dass jemand gekommen ist, versucht hat zu erheben, wie der Prozess ausschaut und dann das Prozessmodell darüber gestülpt hat. Nein, es geht jetzt darum, Prozesse kollaborativ zu gestalten, nicht nur die Modelle, sondern die
Prozesse und auch zu überarbeiten. Deswegen ist es nicht nur Social PP Modeling, sondern Social PP Management. Und hier kommt die Subjektorientierung wieder ein Stück weit oder die Akteurszentrierung ins Ziel. Wir sprechen von einem Bottom-up-Prozess hier, also von Prozessen, die sich an den realen Arbeitsprozessen und den Bedürfnissen der eigentlich operativ Arbeitenden orientieren. Insofern nimmt man eben eine kollektive Perspektive, eine kollaborative Perspektive ein und nicht die abstrakte Draufsicht auf die Organisation, die aus Management-Sicht zum Beispiel eingenommen werden würde. So, und jetzt ist die Frage, wie kann ich sowas realisieren, wie kann ich sowas unterstützen? In erster Linie muss man betonen, sind es durchaus organisationale und soziale Maßnahmen, die man da setzen kann und muss. Das ist auch ein Kulturthema, ob man so eine Einbindung überhaupt möchte. In diesem Thema beschäftigen wir uns eher darum, wie kann man es mit Werkzeugen unterstützen. Man darf nur bitte nie vergessen, dass allein das Ausrollen eines Werkzeugs nie einen unmittelbaren positiven Effekt haben wird. Das muss immer begleitet sein von einer entsprechenden Kultur im Unternehmen beziehungsweise von einem entsprechenden Kulturwechsel, dass man glaubhaft vermitteln kann, dass eine Einbindung der Mitarbeiter auch tatsächlich stattfinden soll. Und das kann man machen, indem man traditionelle Werkzeuge erweitert, klarerweise, oder existierende Werkzeuge des Web 2.0 um Geschäftsprozessmanagement-Funktionalitäten erweitert. Üblicherweise sind wir im erstgenannten Bereich, das heißt, wir haben klassisches Geschäftsprozessmanagement und schauen, wie wir Werkzeuge aus dem Social Web, im Wesentlichen aus dem Web 2.0, in diesen Bereich einpassen können oder wo er beitragen kann. Im Rest dieses Themas, in der Beschreibung im Skriptum, gehen wir jetzt diesen Geschäftsprozessmanagement-Zyklus Schritt für Schritt ganz kurz durch und schauen uns an, für die einzelnen Phasen, was können die Werkzeuge bringen. Wir sind zu Beginn bei der Identifikation von Prozessen und der Modellierung. Ein erster Mehrwert, den wir schaffen können, ist, dass überhaupt einmal die Grundlage, nämlich die Verfügbarkeit von Modellierungsumgebungen, geschaffen werden kann. Es gibt mittlerweile, kennen wir aus der Übung, einige Werkzeuge, die rein webbasiert funktionieren, sowas wie Signavio, sowas wie eine Variante von Camunda, auch Werkzeuge, die frei verwendbar sind. Insofern wird es überhaupt erst einmal ermöglicht, allein schon aus Lizenzkostengründen, Geschäftsprozessmanagement oder Modellierung in der Breite auszurollen. Damit einher gehen methodische Ansätze, die vereinfachte Modellierungsmöglichkeiten anbieten. Wir haben die BPMN gesehen, wir haben auch im letzten Thema schon diskutiert, dass die relativ hohe Einstiegshürde hat, insofern als dass die Notation relativ komplex ist in ihrem gesamten Umfang und dass es nicht einfach ist, da Leute an Bord zu holen. Die Frage ist, wie kann man das einfacher machen? Welche Ansätze gibt es da, Modellierungswerkzeuge zu schaffen, die das Modellieren einfacher machen? Da gibt es einerseits in der BPMN ein reduziertes Set an Notationselementen, mit dem man mal quasi einstiegsmäßig Geschäftsprozesse modellieren kann, einmal nur beschreibend, ohne auf die ganzen Details einzugehen, für die man dann angeheftete Ereignisse braucht. Andererseits gibt es dezidierte Methoden, die das einfacher machen sollen, wie zum Beispiel das, was wir uns im nächsten Thema dann anschauen werden, diese Compare-Methode. Für den Einsatz der Werkzeuge im konkreten Anwendungsfall geht es auch darum, dass man möglichst die betroffenen Personen an einen Tisch bringen kann und sie in die Geschäftsprozessmodellierung aktiv einbinden kann. Das ist manchmal im Rahmen von Workshops möglich, das kann man aber durchaus auch mit Werkzeugen unterstützen und dann sprechen wir über kollaborative Echtzeitmodellierungsumgebungen, also Modellierungsumgebungen, die ähnlich wie Google Docs es erlauben, dass mehrere Personen gleichzeitig am gleichen Modell arbeiten und da Sachen verändern. Ist nur ein aktuelles Forschungsthema. Den Einsatz von Wikis haben wir schon erwähnt. Das kann den gesamten Zyklus natürlich unterstützen, inklusive
der Prozess Erhebung, weil ich dort einmal Informationen sammeln kann, weil ich dort Informationen persistieren kann, die ich vielleicht für zukünftige Iterationen wieder brauche, weil man merken kann, vielleicht dokumentieren kann, wie das Modell entstanden ist, wer alle beteiligt war, sodass man diesen Kontext wieder nachvollziehen kann. Bewertungskommentarfunktionen, Activity Streams, Activity Logs werden dann eher Funktionalitäten, die den Erstellungsprozess an sich unterstützen, insofern als dass sie wiederum die Awareness steigern für Beiträge, die von anderen geliefert werden, dass sie es ermöglichen, die Beiträge von anderen auch einzustufen hinsichtlich ihres möglichen Mehrwerts und so zu einer Entscheidungsfindung zu kommen, okay, welche vorgeschlagene Variante zum Beispiel eines Prozessablaufs möchten wir denn verwenden. Wenn es dann in die Implementierung und Ausführung geht, geht es eher darum, üblicherweise möglichst einfachen Zugriff auf die Prozessinstanzen zu bieten und die Information, die benötigt wird in der Durchführung, auch tatsächlich kontextsensitiv bereitzustellen. Das heißt, es sollte sowas wie ein Prozessportal geben, wo man den einzelnen Mitarbeitern Rollen zuordnen kann. Es muss sowas geben wie Managementprozesse. Das heißt, nicht nur die operativen Prozesse, sondern auch die Wartung des Geschäftsprozessmanagement an sich sollte unterstützt sein. Auch hier wieder diese Awareness-Funktionen, die ermöglichen nachzuvollziehen, wo stehen wir denn gerade in der Organisation? Wer ist denn vielleicht gerade stark ausgelastet? Wer hätte denn vielleicht noch Ressourcen frei? Haben wir irgendwo Engpässe? Ist irgendwo ein Aufkommen von Prozessfällen auffällig, das möchte man da vielleicht visualisieren können. Man möchte unmittelbar in die operative Ebene Tasks aus Social Networks einspeisen können. Gerade in Support-Prozessen ist es heute, oder in Support-Abteilungen ist es heute üblich, dass man über Social Networks Kundenkontakt aufnimmt und dann möchte man einen Support-Fall direkt aus diesen sozialen Netzwerken heraus organisieren können. Genau das gleiche hier, nicht das Einspeisen oder das Auslösen von neuen Instanzen, sondern auch das Interagieren mit sozialen Netzwerken im Prozess wäre eine Funktionalität, die man sich vorstellen kann, beziehungsweise da jetzt nur mal zusammengefasst. Auch das Steuern vom Workflow, das heißt zum Beispiel Informationen aus sozialen Medien herausziehen und darauf basierende Entscheidungen im Prozess abläufen. Schaffen. In der Prozessüberwachung und der Prozessoptimierung möchte man einerseits natürlich auftretende Probleme, habe ich schon erwähnt, möglichst rasch erkennen, aber mittel- und langfristig systematische Erfassung von Problemfällen bzw. Unterstützung von Kommunikation über die einzelnen Geschäftsprozesse hinweg ermöglichen. Das heißt, fürs unmittelbare Intervenieren kann man sowas wie Instant Messaging oder andere synchrone Kommunikationsmittel nutzen, sodass ich mir eben Support holen kann, wenn ich ihn unmittelbar brauche. Ich kann laufende Prozesse, eingesetzte Prozesse, die gerade in der Praxis eingesetzt werden, kommentieren, bewerten, mir damit merken, vielleicht wo es Schwachstellen gibt, damit ich im nächsten Geschäftsprozessmanagementzyklus, im nächsten Durchlauf das verbessern kann, damit die Information auch nicht verloren geht, beziehungsweise dann sowas wie Transactive Memory Systems auf Management-Ebene vielleicht oder auf taktischer Ebene etablieren, Communities, die darüber diskutieren, wie man den Prozesse nicht hinsichtlich der Lösung von auftretenden Problemen auf operationaler Ebene, sondern auf strategischer Sicht weiterentwickeln kann. Also macht der Prozess noch das, was wir eigentlich in der Organisation wollen? Wollen wir dort überhaupt hin oder muss man den grundlegend überdenken? Auch für die organisationsübergreifende Sicht bietet es natürlich Potenzial, dieses Social BPM. Einerseits, so wie wir es noch intern machen können, die kollaborative Prozessentwicklung, können wir das auch mit Zulieferern und Partnern zum Beispiel machen. Da geht es halt dann nur weiter um Privacy-Aspekte, die man beachten möchte. Also was mache ich nach außen hin sichtbar und was nicht, haben wir sowohl bei BPM als auch bei SBPM diskutiert. Beziehungsweise die Integration der Endkunden über Social-Media-Kanäle ist
leichter, weil ich die Kunden dort abholen kann, wo sie ohnehin sind. Wenn ich die Kunden erst recht wieder auf eine Plattform zwinge, damit sie Feedback geben können, wird mir das keiner machen. Wenn die Kunden über WhatsApp ein Feedback geben können oder über Facebook oder was auch immer sie ohnehin benutzen, werde ich unmittelbares Feedback bekommen, als wenn ich die Kunden versuche, in irgendeine proprietäre, vielleicht noch für jedes Unternehmen unterschiedliche Plattform zu zwingen. Ein Thema, das wir noch nicht besprochen haben, das aber da ganz gut dazu passt, zu diesen wissensbasierten Prozessen, bei denen wir am Anfang waren, ist das sogenannte Adaptive Case Management. Das Adaptive Case Management ist ein Ansatz, der versucht, diese wahren Prozesse nicht subjekt- oder akteurszentriert aufzulösen, so wie wir es in der SPPM gehabt haben, sondern daten- oder fallbasiert aufzulösen. Also fallbasiert, wobei sich ein Fall über die Daten, die anfallen, üblicherweise definiert. Das ist eine Initiative der OMG, der Object Management Group, die eben auch die BPMN spezifiziert hat. Da gibt es eine eigene Modellierungssprache, die CMMN, die Case Management Modeling Notation, nehme ich an. Die wird im Übrigen in Camunda auch unterstützt, kann man sich einmal anschauen. Wir gehen jetzt nicht näher drauf ein. Die Idee ist aber, genauso wie im SPPM, diese starren Abläufe, die man in klassischen Prozessen hat, aufzulösen und nur noch zu beschreiben, was denn auf Basis eines Falls alles passieren kann. Unabhängig von den Daten, die vorliegen. Das heißt, im Gegensatz zu SPPM, wo man die Subjekte wenn wir auf den Satz zurückdenken, ins Zentrum stellen, stellen wir jetzt das Objekt ins Zentrum. Also wir haben unseren Case, wir haben die Daten, sagen, ja, in dem Case kann jetzt A auftreten, kann C auftreten, kann B auftreten. Wir sagen aber nichts darauf, dass das genau in dieser Reihenfolge sein muss. Es kann passieren, dass nur ein Teil von A auftritt, abhängig vom Fall. Und das ist die Idee der CMMN, hier Beschreibungen zuzulassen. Das heißt, wir haben ein Claims-File, das ist jetzt ein CMMN-Beispiel. Wir haben hier den Datenblock, also das ist wie ein Case oder die Beschreibung eines Cases. Und da drinnen gibt es Aufgabenbündel, die man bearbeiten kann, und da drinnen gibt es wiederum Aufgaben, die voneinander durchaus abhängig sein können. Allerdings nichts darüber aussagen, dass die alle ausgeführt werden müssen. Wir gehen jetzt nicht auf die Notation im Detail ein, die ist auch nicht prüfungsrelevant. Es geht nur darum zu verstehen, dass der Ansatzpunkt hier ein anderer ist. Nicht subjektorientiert, sondern an den konkreten Fällen, die bearbeitet werden, aufgehängt. Und man kann sich vorstellen, dass hier in diesen einzelnen Aktivitäten, die dynamisch ausgelöst werden, sehr einfach auf Basis der vorliegenden Daten, die wir im sozialen Netzwerk hier haben, Einbindung von sozialen Medien oder Werkzeugen des Social Media des Web 2.0 funktionieren kann. Man sollte nur auch von diesem CMMN oder von diesem Adaptive Case Management mal was gehört haben. Man kann da locker eigene Lehrveranstaltungen dazu machen. Das ist hier nicht das Ziel. Es geht nur darum, diese andere Sichtweise nochmal kennenzulernen im Kontext Social BPM, weil es hier sehr oft zu einer Integration auch kommt. Gut, das soll schon genug sein zu dem Thema Social BPM. Etwas, was wir ebenfalls einmal gehört haben kann, ist das Business Process Maturity Model. Auch das ein OMG-Standard, beschreibt den Reifegrad einer Organisation hinsichtlich des Geschäftsprozessmanagements. Gibt es 5 Level. Und je höher eine Organisation steigt, desto besser ist ihr Geschäftsprozessmanagement. Und üblicherweise würde man diese Thematik Social BPM entweder auf Ebene 3 ansiedeln, wo es quasi von der reinen Verwaltung auf die Standardisierung von Prozessen und auf die operative Ausrollung von Prozessen geht. Also wir haben quasi zwar Abläufe, aber die sind nicht wirklich unternehmensweit konsistent aufgebaut. Auf Level 3 würde man schon eine gemeinsame Sichtweise in der Organisation auf unsere Prozesse haben. Da können diese Werkzeuge helfen, und gerade was die Einbindung von Mitarbeitern, Einbindung von Kunden und Lieferanten betrifft, sind wir auch auf Level 5 ganz gut unterwegs. Wenn es um eine kontinuierliche Optimierung geht, können uns diese Werkzeuge ebenfalls wieder helfen. Aber auch hier immer das große Aber:
das Werkzeug allein wird uns nichts helfen. Wir brauchen auf jeden Fall auch entsprechende organisationale Maßnahmen. Es muss einen Mehrwert für die Mitarbeiter geben, um an solchen Maßnahmen teilzunehmen. Dann kann sowas auch ins Leben kommen. Wie jetzt so eine Mitarbeitereinbindung ganz konkret ausschauen kann, schauen wir uns im Thema 4.4 an, wo wir eine Methode zur Erhebung von Prozesswissen noch nochmal näher betrachten.